Sie haben vor, Ihr Haus zu modernisieren. Unsere Energieberater unterstützen Sie bei Ihrem individuellen Modernisierungskonzept. Unter Berücksichtigung von möglichen Fördergeldern und gesetzlichen Vorschriften finden wir die beste Lösung. Wir beraten Sie beim Heizungstausch, bei Dämmung von Dach und Fassade sowie bei der Erneuerung Ihrer Fenster. Vereinbaren Sie am besten gleich einen kostenlosen Termin zur Erstberatung. ESTV – Videos aus der Region. Was einst in den 1960er bis 1980er Jahren als Bergpreis Tradition hatte, wurde mit einem Fahrerlager in der Neuffener Innenstadt wiederbelebt. Das war hier in der Region, war das eine der ganz tollen Rennveranstaltungen. Ich selber bin 1966 erstmal beim Bergpreis gewesen und mit Neuffen verbinden wir einfach tolle Erinnerungen. Diese Landschaft, diese Rennautos, das ist einfach eine klasse Geschichte. Und mit dieser Veranstaltung heute will man im Prinzip in das anknüpfen, was damals war. Und ich glaube, das ist am Morgen ganz gut gelungen. Mit dabei viele Fahrzeuge, die damals rund um Neuffen beim Rennen unterwegs waren, wie Porsche, Brixner NSU, Formel 3 oder Formel V. Aus der Formel V dabei der Cayman 1300 des Neuffeners Eckhard Kuhl, für den es schon etwas problematisch war, mit dem Rennwagen durch die Gassen zu fahren. Das Problem ist, dass die Drehzahl hier, der Motor bräuchte ein bisschen mehr Drehzahl. Und man fährt eigentlich nur mit schleifender Kupplung. Die Strecke ist einfach zu langsam für das Auto. Deshalb läuft er auch nur, das ist teilweise schlecht laufen, nur auf drei Zylinder, weil die Strecke einfach das nicht hergibt, dass man mehr Drehzahl fahren kann. Und das auch zu gefährlich wäre natürlich für die Zuschauer. Mit dabei auch Tommy Hocker mit seinem umgebauten 2-Liter Opel Kadett C Rally, den er fertig restauriert hat. Auch für ihn ein tolles Gefühl, mit dem Auto durch Neuffen fahren zu dürfen. Super Veranstaltung hier, finde ich voll geil, dass es in Neuffen gemacht wird. Es war früher einmal auf dem Bergrenner und so weiter. Und das ist einfach Tradition hier, dass es wieder eingeführt wird. Ein Bergrennen wie einst wird es aber nicht mehr geben. Die Strecke für ein Rennen zu sichern ist wahnsinnig aufwendig. Aber Berggleichmäßigkeitsläufe zu machen, das ist sicher das große Ziel. Und ich meine, wenn man heute Morgen dieses Interesse sieht, dann kann man sich erst vorstellen, was hier abgeht, wenn die Veranstaltung wirklich stattfindet. Weil hier in der Region kennt man einfach den Neuffen. Der Bergpreis 2017, also eine gelungene Veranstaltung mit vielen begeisterten Besuchern. Und wer weiß, vielleicht können die Zuschauer in Zukunft die Fahrzeuge wieder am Berg erleben. ESTV – Videos aus der Region.